Guten Morgen zu Tag 2. Wir haben es zu 7:30, schätze ich. Hab gar nicht genau geschaut. Sind jetzt gerade aufgestanden. Schon ein bisschen, bisschen zusammengepackt. Basti ist schon wieder sehr aufgedreht. Und ja, es scheint wieder ein sehr schöner Tag zu sein. Wir haben einen strahlend blauen Himmel und Sonnenschein bereits. Wir werden jetzt frühstücken, dann Zelt abbauen und dann heute zusehen, dass wir wieder zurück nach Leipzig kommen. Katsching! Ich habe noch 1 Euro für dich. Das ist gut. Den haben wir gleich im Videobeweis, das du mir gegeben hast, falls es später Unklarheiten gibt. Was ist denn jetzt rausgesprudelt? Ja, dann schüttest du den, stellst du auf nichts. Und ist gut? Ja, sehr gut. XXL. Das Ding jetzt mit Alufolie auskleiden und dann können wir drin gucken. Als Parabolspiegel. Basti trocknet gerade unser Zelt. Nimmt seine Aufgabe sehr ernst. Beim Frühstück haben wir jetzt auch einen Plan für die Weiterfahrt geschmiedet. Wir werden jetzt nicht wieder die gleiche Strecke zurückfahren, weil uns das doch etwas viel auf und ab gestern war. Zumal wir ja auch echt lange Abfahrten hatten, die wir jetzt alle wieder hoch müssten. Sondern wir haben uns überlegt, wir werden jetzt ein Stück noch an der Elbe lang fahren, und zwar ungefähr 20 Kilometer bis Riesa. Also in die andere Richtung, also wieder quasi ein Stückchen in die Richtung, aus der wir gestern schon gekommen sind. Und dann von dort noch ca. 15 Kilometer bis Oschatz. Also schon ein Stückchen Richtung Leipzig dann wieder von der Elbe, weil wir in Riesa nicht in den Zug einsteigen dürfen mit unserem Studententicket, sondern erst im Oschatz, was dann im Mitteldeutschen Verkehrsverbund liegt. Basti schon, aber den dürfen sein Fahrrad nicht mitnehmen. Das kostet nämlich auch im MDV nichts extra. Und deshalb werden wir dann im Oschatz in den Regionalexpress steigen und dann wahrscheinlich von dort zurück nach Leipzig fahren. Das ist jetzt erstmal der Plan. Wir lassen jetzt das Zelt noch ein kleines bisschen trocknen und dann geht's weiter. Jeder Arsch in Audi-Sport, jeder Spinner fährt ein Manta, jeder Dödel Jaguar. Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. So, wir haben unterdessen nach reichlichen 20 Kilometern den Elbe-Radweg verlassen und sind jetzt durch Riesa gefahren, durchs Gewerbegebiet und sind auch hier auf einen mehr oder weniger gut ausgeschilderten Radweg nach Oschatz gestoßen, wo wir ja eben noch hinfahren wollen. Leider sind jetzt hier, seit wir vom Elbe-Radweg oder auch schon seit wir auf dem Elbe-Radweg waren, die Pausenmöglichkeiten sehr rar geworden. Also es gab jetzt hier in dem Gewerbegebiet sowieso erst recht nichts zum Anhalten, geschweige denn im Schatten mal eine Bank oder so. Und deshalb sind wir jetzt einfach hier an der Bundesstraße oder Landstraße im Schatten eines Baumes am Straßengraben mal zum Stehen gekommen. Musste jetzt auch mal die Speicherkarte wechseln. Jetzt kurze Trinkpause. Wir haben jetzt auch nur noch reichliche 10 Kilometer, glaube ich. Also nicht mehr allzu viel heute.
Wir sind jetzt schon kurz vor unserem Ziel. Mittlerweile ist es 12:15, glaube ich. Und wir sind jetzt hier noch ungefähr 2-2,5 Kilometer von Uschatz entfernt, so wie ich das sehe. Und da wir aber schon die Zugabfahrtzeiten gecheckt haben und wir jetzt eben gerade einen verpassen, haben wir jetzt noch eine knappe Stunde eben Zeit und haben uns deshalb jetzt, damit wir nicht die ganze Zeit im Bahnhof sitzen, nochmal hier auf diese Bank niedergelassen und futtern unsere letzten Kekse aus dem Werksverkauf auf. Und ja, werden dann die letzten Kilometer hier noch angehen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man noch nur weniger als 3 Kilometer von einer größeren Stadt entfernt ist, weil hier wirklich noch absolut nichts ist, außer Feldern und Wiesen und Bäumen. Aber wird schon stimmen. Wie man sieht, wir haben jetzt den Bahnhof von Oschatz erreicht. Die Tour hierhin ging jetzt ja auch viel über wenig befahrene Straßen. Das war vom Charakter recht ähnlich zu der Leipzig-Elbe-Radroute von gestern. Und ja, wir warten jetzt noch ungefähr 20 Minuten hier auf den Zug und werden dann hoffentlich mit den Rädern dort gut noch reinpassen und dann zurück nach Leipzig fahren. Abschließend bleibt nur zu sagen, dass es wieder eine super Tour war. Hat richtig viel Spaß gemacht, hat mit dem Wetter gepasst und auch sonst alles recht gut geklappt. Von anfänglichen Verzögerungen und Startschwierigkeiten abgesehen. Und ja, ich hoffe, es hat auch beim Zuschauen gut gefallen und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.